Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Black Forest Roses. So, heute haben wir für euch Schinken-Käseschnecken vorbereitet. Ja! Was ihr dazu braucht, eine Schüssel. Gewürze, verschiedene, da könnt ihr euch aussuchen, was ihr gerne hättet. Messer, Löffel, noch ein Löffel zum Abschmecken oder so. Ein Pack Blätterteig aus dem Kühlregal, also ihr müsst ihn nicht selber machen. Käse, Schinkenwürfel, ein Becher Schmand und Sahne. Dann fangen wir an. Als erstes macht ihr mal 100 Gramm Schinken, also so Schinkenwürfel, in eine Schüssel. Dann 100 Gramm Käse. Wir haben jetzt 100 Gramm Gouda-Käse. Aber ihr könnt da nehmen, was ihr möchtet. Einen halben Becher Schmand. Der jetzt überall ist, nur nicht da, wo hingehört. Und 100 Gramm Sahne. So, erste Frage. Wie viel Liebe braucht ein Kind? Sehr viel. Sehr viel. Was heißt sehr viel? Ja, durchschnittlich halt so. Dem Kind halt einfach zeigen, dass es lieb hat, dass es einen Wert hat. Ja. Wie viel kann ich meinem Kind zumuten? Also nicht allzu viel. Kommt drauf an, wie alt das Kind ist. Sollte ich mein Kind selbst entscheiden lassen? Nicht in allem. Nicht in allem, aber in gewissen Punkten vielleicht schon. Ja. Also es muss sowieso irgendwann mal selber irgendwas entscheiden und ich glaube, da wäre es halt dann schon geschickter, wenn das wirklich auch dann mal vorkommt. Ich meine, es muss es ja auch lernen, ja, eigene Entscheidungen treffen zu können. Ob es dann falsch oder richtig liegt, liegt es dann selber. Eben. Und so haben wir es auch gelernt. So, die Füllung ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt alles einfach zusammengemixt, verrührt, gewürzt. Und dann kommt es schon an den Blätterteig. Den Blätterteig rollt ihr einfach auseinander. Ach so, und ihr könnt den Backofen schon mal vorheizen auf Ober-Unterhitze und 180 Grad. So, jetzt nehmt ihr einfach die ganze Füllung und verteilt es auf den Blätterteig. Müssen Auseinandersetzung und Streit wirklich sein? Ja. Geht manchmal gar nicht anders. Eben. Also jetzt auf ein Kind bezogen oder so allgemein? Auf ein Kind bezogen. Ja, also mit Kindern kann man Streit meistens einfach nicht vermeiden. Also, das Ganze ist jetzt auf dem Blätterteig drauf. Und jetzt müsst ihr das alles einfach nur zu einer Schnecke rollen. Schnecke! Also ich klappe das an den Seiten meistens noch ein, damit es, wenn ich es nachher auseinanderschneide, damit dann die ganze Füllung nicht so rausflutscht. So sieht das Ganze jetzt zusammengerollt aus und jetzt müsst ihr das einfach schneiden. So könnt ihr variieren, so 2-3 cm, aber ich finde 2 cm so ungefähr in Ordnung. So, das Ganze ist jetzt zugeschnitten und das tut ihr jetzt einfach auf dem Backblech und dann in den Ofen. So, das Ganze kommt jetzt einfach 15 bis 20 Minuten in den Backofen.
Damen. Jetzt kommt es an. Nee. Passt. Da sind wir wieder. Und ich habe mich verbrannt. Die schönen Schinken-Käseschnecken sind frisch aus dem Ofen. Und so sehen sie aus. Warm. Ja, noch ganz heiß. Njam, njam, njam. Und duften auch sehr lecker. Echt lecker. So sehen die dann aus? Ja. Richtig lecker. Oh, die duften so gut. Mhm. Oh. Wir machen da jetzt einen Deckel drauf. Und hoffen, euch hat das Video gefallen. Ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert uns. Folgt uns auf Instagram. Und Facebook. Und lasst ein paar Kommentare von euren eigenen Erfahrungen da. Was man vielleicht auch besser machen kann oder... Genau. Was bei euch vielleicht sogar schief gegangen ist. Das wäre mal witzig. Ja. Ja. Dann viel Spaß dabei. Und immer positiv denken. Genau. Ciao. Ciao.